Achtung, Jack, du bist gleich auf Sendung. 4, 3, 2, 1. Hey, es ist Montagmorgen und hier ist wieder Jack Lucas. In der Welt des Radios war Jack Lucas der Größte. Ohne ein gutes Angebot habe ich kein Interesse. Um ganz oben zu bleiben, machte er nur das, was er wollte. Vergib mir! Aber eines Tages ging Jack zu weit. Mr. Lucas' spontane Bemerkung hatte einen verhängnisvollen Einfluss auf Mr. Melnick. Egal, was ich habe, es ist so, als hätte ich gar nichts. Hey, was mit dir los? Und als er gerade dabei war, sein Leben wegzuschmeißen, begegnete er Perry. Lass den Penner laufen, ihr Kackvögel! Und verschwindet aus meinem Blickfeld! I like New York in June. How about you? Weißt du, wer ich bin? Sagen wir eine Kühlerfigur. Nein. Ich bin ein Ritter. Und ich habe einen besonderen Auftrag. Ein Ritter? Und ich brauche Hilfe. Du bist ja nicht ganz dicht! Ja! Jack muss jetzt etwas tun, was er noch nie getan hat. Ist sie nicht ein Traum? Ich bin vollkommen hingerissen. Er muss jemandem helfen. Ich denke, wenn ich ihm dieses Mädchen verschaffen kann, das er liebt, verändert sich auch mein Leben. Treiben wir es ja hier. Legen wir uns doch hier an das prächtige Gras. Jack, Jack. Und das ist Perry. Perry. Perry, Perry. Nein, nur Perry. Ach, so wie Moses. Sie sind füreinander bestimmt. Erschreckend, aber wahr. Um sich selbst zu finden. Ich bin der Pförtner Gottes. Ich finde immer sehr hübsche Sachen im Müll. Muss man alles aufs Spiel setzen. Bingo! Ich mach das nicht. Robin Williams, Jeff Bridges, der König der Fischer. Ich liebe diese Stadt! Harry, umarm mich nie wieder in der Öffentlichkeit, okay, ja? Okay, ist gut. Peter, ich balsamiere meinen Highschool-Lehrer ein, also sing nicht. Das ist meine beste Freundin, Vader Saltenfuss. Vader und Thomas sind ein Duo. Die meisten Mädchen mögen sie nicht. Ich gebe mich nur mit Menschen ab, die mich intellektuell stimulieren. Und die meisten Jungs haben Angst vor ihr. Okay, lehnt euch nach vorn. Aber mit ihr zusammen zu sein, macht mehr Spaß als mit allen anderen. Doch in diesem Sommer sollte sich für uns beide einiges ändern. Hast du schon mal jemanden geküsst? Nein. Ihr Vater hat sich verknallt. Ich gehe mit Shelley aus. Bin aufgeregt wie ein Schuljunge. Seit du das letzte Mal unterwegs warst, ist viel passiert. Sexuelle Revolution. Du küsst gut und du tanzt gut. Das macht mich sehr optimistisch. Und ihre Großmutter ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. It's quarter to three. Kein Wunder, dass Vader sich so komisch benimmt. Und jetzt senden wir unsere Schwingungen an die Gruppe aus. Fühlt meine Aura. Sowas ist aber nicht erlaubt. Ich heirate mal Mr. Bixler. Du darfst deinen Lehrer nicht heiraten, weil er dir dann nur Einsen geben würde und das wäre nicht fair. Dad mag sie lieber als mich. Bingo! Es heißt, wenn man älter wird, bleiben deine Freunde nicht mehr deine Freunde. Aber bei Vader und mir wird das nicht so sein. Sie bleibt immer my girl. Columbia Pictures präsentiert Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin und in ihrer ersten Rolle Anna Chlumsky. Vader, denkst du später an mich? Wozu denn? Falls du deinen Mr. Bixler doch nicht heiratest. Vielleicht. My Girl. Yeah!